Es ist ein heikler Zeitpunkt für den Besuch des Bundespräsidenten der Schweiz, Didier Burkhalter, bei der Kanzlerin. Vor nur einer Woche haben die Schweizer Bürger ihre Regierung über einen Volksentscheid verpflichtet, die Zuwanderung von Ausländern durch Quoten und Kontingente zu begrenzen. Da das auch für EU-Bürger gilt und somit dem Freizügigkeitsabkommen widerspricht, hatte das Votum bei den europäischen Partnern für Empörung gesorgt. Beide Staatsoberhäupter waren sichtlich bemüht, mit dem Verweis auf die Umsetzungsfrist Druck aus dem Kessel zu nehmen. Wir haben entschieden, in der Schweiz sofort ein Umsetzungskonzept für diesen Verfassungsauftrag zu machen. Das braucht jetzt Monate, kommt nach dem Konzept ein Gesetzentwurf, kommt dann die ganze Gesetzgebung, Maschinerie, und das braucht Zeit. Man muss doch erst einmal sehen, wie wird die Schweiz in den 3 Jahren den Volksentscheid umsetzen. Das beobachten wir. Und in dem Zusammenhang müssen wir dann zum Schluss der 3 Jahre entscheiden, was sind jetzt die Konsequenzen. Das schweizerische Prinzip des Volksentscheids sieht Präsident Burkhalter durch das unpopuläre Votum nicht in Frage gestellt. Wir sind in der Schweiz in einer Direktdemokratie, wir sind daran gewohnt. Wir müssen immer mit den Entscheidungen des Volkes mitmachen. Und wir suchen immer das Beste damit. Und eigentlich in der Geschichte war es eher ein Erfolg bis jetzt.